Guten Abend und herzlich willkommen zu diesem Treffen beim Meeting. Der Titel unseres Treffens, die Städte dürfen nicht sterben, haben wir nicht selbst erfunden. Wurde nicht von den Mitarbeitern des Meetings erfunden, sondern stammt von Giorgio Lapira. Es gibt mir Gelegenheit zu erwähnen, dass nächstes Jahr das Jubiläum von seinem 40. Sterbetag von einem der Väter unserer Republik feiern werden. Und für ihn, für Giorgio Lapira, wurde auch ein Seligsprechungsprozess eröffnet. Giorgio Lapira, damals Bürgermeister von Florenz, kann nicht unter den Gründen vom Meeting gezählt werden, denn er starb, bevor wir mit dem Meeting angefangen haben. Aber unter den Gründen ist Vittorio Citteric, der war einer der ersten Mitarbeiter von Bürgermeister Lapira. Wenn wir bei dem Programm vom ersten Meeting in 1980 nachlesen, vor 36 Jahren, viele von Ihnen waren überhaupt nicht geboren, im Programm finden wir ein Treffen mit dem Thema Europa, Italien, Mittelmeer, ein Beitrag zum Frieden und nahmen teil einige aus Tunis, aus Israel, aus Palästina und dieses Treffen wurde von einem Mitarbeiter von Giorgio Lapira aus Florenz eingeführt und moderiert. Diesen Titel will jetzt nicht einfach so ein Zitat, zufällig ausgewählt, von Giorgio Lapira, sondern geht zurück zu den Wurzeln von der Intention auf dem Meeting der Freundschaft unter den Völkern. Der Vortrag von heute ist eine der besten Gelegenheiten, um die tiefe Verbindung nochmal zur Geltung kommen zu lassen. Wie entsteht dieser Titel für Bürgermeister Lapira? Er hat eine Vision verwirklicht 1955, als wir mitten im Kalten Krieg waren, gerade nachdem der Koreakrieg beendet wurde. Und er versucht, alle Bürgermeister der Welt zusammenzuführen, um die Bürgermeister für den Frieden zu gewinnen. Lapira war gerade ein Jahr vorher beim Treffen von den Internationalen Roten Kreuz. Und bei diesem Treffen war Thema die Folge des Krieges. Er war ganz betroffen von den Erzählungen der Bürgermeister von Hiroshima und Nagasaki. Zum ersten Mal in der Geschichte gab es die Möglichkeit, dass ganze Städte zerstört wurden von den Kriegen und der Verruchtheit des Krieges. Lapira lädt alle Bürgermeister der Hauptstädte der Welt und er will ihnen einen Bündnis vorschlagen für den Frieden unter den Städten und in der Welt. Im Ohr habe ich noch die Worte von Präsident Mattarella. Und ich finde zwei geniale Worte unter dem, was er gesagt hat. Genial jetzt nicht im Sinne von besonders intelligenten Worten, sondern im Sinne von einer Intuition, die fast prophetisch ist und in der Lage ist, eine Grundlage zu geben, um etwas gemeinsam zu bauen. Die erste geniale Idee, das Herz der Welt, die Seele der Gesellschaft, werden immer mehr die Städte sein. Die Zukunft des Menschen wird sich in den Städten abspielen. In den Städten, in den Gemeinden, in den Stadtteilen. Dort, wo der Mensch alltäglich lebt. Warum dies? Bitte merkt, warum hinter dieser, was steht hinter diesem Urteil? Weil in der Stadt die Kreativität des Menschen und der Person sich verwirklichen kann. Ein Ich kann in der Stadt wachsen und er wächst, indem er andere
du begegnet, andere Menschen begegnet. Dort lernt er, in Beziehungen zu treten. Die Stadt ist das gemeinsame Haus, so wie Aldo Moro mal formuliert hat. Und was Präsident Mattarella gestern zitiert hat. Bürgermeister Lapira hat gerade diese Gedanke benutzt, 1955, um seine Stadt diese vorzuschlagen. Man versteht, so Lapira, dass unter den Bürgern derselben Stadt eine brüderliche Verbindung, eine freundschaftliche Verbindung bestehen soll. Für alle ist es klar, dass es in der Stadt einen Platz für alle geben soll. Ein Platz zum Beten, die Kirche, der Tempel, die Synagoge, ein Ort zum Leben, das Haus, ein Ort zu arbeiten, die Arbeitsstätte, ein Ort zu lernen, die Schule, ein Ort, um gesund zu werden, das Krankenhaus. Deswegen alle gesellschaftliche, politische, technische und religiöse, kulturelle Probleme unserer Zeit gewinnen eine menschliche Grundlage und sie werden sichtbar, so wie sie sind. Also Probleme, die nicht mehr ungelöst bleiben können. Es scheint mir genial, wie Lapira schon 1955 formuliert hat. Es ist wie ein Bild, wie eine Fotografie, die wir erst jetzt, 2016, verstehen können. Heute sind mehr Menschen, die in der Stadt als auf dem Land leben. Seine Intuition, seine prophetische Intuition der Entwicklung der Kultur und der Gesellschaft war, dass es sich nicht in den Staaten, in den internationalen Organismen abspielen wird, auch ohne Zweifel, aber das Herz wären die Stadt geworden. Und er war so überzeugt, diese Idee, dass er als Staatssekretär verzichtete er auf sein Amt, um wieder Bürgermeister von Florenz zu werden. Und da komme ich zur zweiten Idee, zur zweiten Intuition als Einführung dieses Treffens. Diese Städte, also dieses Herz, wo der Mensch aufblühen kann, wo ein Ich einem Du begegnen kann und deswegen auch unterschiedliche Kulturen und Geschichte lernen kann, diese Städte laufen eine tödliche Gefahr. Sie können sterben. Und deswegen damals dieser Titel für ein Treffen in Florenz 1955 und so wie für heute. Die Städte sollen nicht sterben, dürfen nicht sterben. Für ihn war die Gefahr der Gebrauch der Atombombe. Das war damals noch ganz aktuell. Für uns heute ist es viel weniger. Vielleicht Nordkorea kann uns diesbezüglich noch Angst machen und ein Risiko darstellen. Die erste Intuition, die Städte sind das Herz. Zweitens, es besteht ein Risiko für unsere Städte. Und das ist Thema unseres Treffens heute. Wir wollen heute versuchen zu verstehen, was die neuen Risiken sind, die Städte laufen. Die tödlichen Feinde der Städte. Und parallel dazu, welche neue Möglichkeiten haben wir? Welche sind die Feinde der Städte? Was wollen sie zerstören? Was greifen sie an? Wir wollen versuchen zu verstehen und versuchen auch zu verstehen, was die Kraft dieser Kräfte sind. Was lässt aber die Städte aufblühen? Welche Wege haben wir offen? Um auf diese Fragen eine Antwort zu geben, die Fragen sind, die das Meeting immer begleitet haben, haben wir eine Gäste eingeladen, die ganz besonders sind. Ich werde sie alle einzeln vorstellen, aber zuerst ein großes Dankeschön allen gemeinsam mit diesem Applaus. Danke denn jeder von Ihnen ist an der Front und jeder von Ihnen hat
hat die Möglichkeit gefunden, hier zu sein, trotz aller Verpflichtungen, und wollte hier sein, um zu begegnen. Und wollen eben euch, die ihr da seid, und allen, die in diesen Tagen hier bei Medien sein werden, begegnen. Ihr seht die Gäste, die hier auf Podium sind. Wir haben sie begrüßt, aber wir wussten nicht, aber jetzt eben wurde mir mitgeteilt, dass mit uns verbunden Giusi Nicolini aus Lampedusa mit uns verbunden ist. Ein großer Applaus für sie. Also danke auch der Bürgermeisterin Nicolini. Ich werde sie dann später vorstellen, als sie das Wort ergreifen wird. Ich bin dankbar, dass Lampedusa dadurch durch sie hier anwesend ist, denn wir sind durch Lampedusa in der ganzen Welt vertreten und wir sind ganz stolz auf die Arbeit, die sie leistet und diese Stadt geleistet hat. Zurück zum Thema. Die Städte dürfen nicht sterben. Sie sind unter andere Gefahren. Nicht so sehr eine Atombombe, nicht so sehr das Risiko eines Weltkrieges. Es ist der Terrorismus. Die Anschläge. Ich bin froh, dass Professor Moncef Moussa aus Tunis mit uns ist. Er ist Direktor vom Nationalmuseum von Bardo in Tunis. Wir alle haben vor den Augen die Bilder, mit denen 2015 diese Stadt angegriffen wurde. Ich möchte ihm fragen, der Feind, der schlimmste Feind ist der Terrorismus, aber dieser Terrorismus will angreifen besonders Kulturstädte. Wir denken an Palmyra und auch an den Mord des Direktors vom Museum in Palmyra. Er leitet ein Nationalmuseum. Was für eine Rolle spielt dieser im Krieg gegen Terrorismus? Vielen Dank. Die Städte dürfen nicht aussterben. Und das ist wahr. Vor 50 Jahren, 60 Jahren, aber auch heute und vielleicht heute noch mehr, wir können eine Bombe nicht sehen, ein Flugzeug nicht sehen, was eine Bombe auswerfen kann, gibt es eine weitere Bombe, unsichtbar, aber von der wir erwarten können, weil wir das sozusagen erwarten, aus dem Benehmen von vielen, das ist das Nichtwissen, die Ignoranz. Die Ignoranz der Kultur, die Ignoranz der Geschichte, die Ignoranz über die Rolle der Kultur in der Geschichte, in der Persönlichkeit von jedem Volk, die Ignoranz der kulturellen Komponenten jeglichen Zivilisationen, die wir heute kennen. Aus diesem Grund, die Städte dürfen nicht aussterben und sollen auch nicht sterben, weil die Gründung, an der Gründung jeder Stadt gibt es einen kulturellen Moment. Städte sind immer das vitale Organ der Zivilisation. Und wenn heute gewisse Städte bedroht werden oder sogar schon verwundet, ich denke an vielen syrischen Städten oder im Mittleren Osten oder weitere Städte,
die Stadt Tunis, die kleine Stadt Bardo und dann auch Paris, Brüssel, Nizza. Wenn diese Städte verwundet sind, ist weil unsere Gesellschaft, unsere Zivilisation ist fragil geworden und hat einen Gedanken entwickelt, die schon in den 20er Jahren verurteilt worden ist. Und die Erfahrung der Menschlichkeit ist es nicht gelungen, dass die Rückkehr des Extremismus zu verhindern. Und ich rede nicht von einer Erfahrung eines antiken Vergangenheit, sondern etwas, was vor kurzem passiert ist, weniger als vor 100 Jahren. Wir haben Geschichten in den letzten 100 Jahren gegen den Extremismus, gegen den Rassismus, die dazu, gegen die Bewegungen, die einfach Leute vernichten wollten. Die Städte sind immer Attraktionsorte, sind Orte, wo Begegnungen möglich waren, sind immer Möglichkeiten gewesen, wo Zivilisationen sich treffen können und ein Modell von Toleranz und auch von der Mitteilung von Werte, menschlichen Werte. Und gerade in den Städten drückt sich aus, in der besten Art und Weise, die universelle Dimension der menschlichen Werte. In dem Pluralismus, in den kulturellen Pluralismus und in die Einzigartigkeit von unserer heutigen Zivilisation. Wir sind unterschiedliche Völker. Wir haben unterschiedliche Kulturen, aber wir sind am Ende die Menschlichkeit. Unabhängig davon, was wir denken als Religion, unabhängig von unserem Herkunftsort und unabhängig von unserer Hautfarbe. Wir gehören zur Menschlichkeit, unsere Menschheit. Unser Blut hat dieselbe Farbe. Aber diese Zivilisation ist fragil geworden, ist zerbrechlich geworden, wegen Gedanken, gegenüber dem keine Kur oder kein Antidot gefunden worden ist. Im vergangenen Jahrhundert glaubte man, eine Lösung gefunden zu haben, aber in der Euphorie nach dem Sieg, nach vielen Bombardierungen, man hat vergessen, was die Menschheit für einen Preis gezahlt hat. Heute ist das Krieg ist ein ganz anderer. Und ist leider noch aktuell. Das Drama der Völker sehen wir in den Bildern, in den unterbrochenen Bildern, die wir sehen. In die Sensibilität, die keine Wirkung zeigt von heute. Wir können etwas nicht teilen. Wir können einfach am Fernseher einfach Kanal wechseln. Wir können auch die Nachrichten nicht anschauen. Aber wir können auch sensibel sein. Aber wir sind am Ende tatenlos. Wir haben so eine Art Sensibilität, die aber die folgenlos bleibt. Und dann gibt es eine Sensibilität, wo wir sehen, dass dieser Krieg weitergeht, oder diese Mächte, die sehen, dass der Krieg weitergeht und behandelt als ein Krieg außerhalb unserer Grenzen. Und es sieht, und für mich ist es mehr oder weniger, Entschuldigung, das Wort so alt, eine Art Spektakulum geworden. Es sind Bilder, dass mich denken lässt, dass wenn, je weiter man geht, je mehr die Zivilisation Schritte macht nach vorne, aber lässt mich denken, dass wir die Verbindung zu den menschlichen Werten verlieren. Und es kommen dann Positionen, die gegen einen kulturellen Pluralismus da sind. Und gerade das Pluralismus, was in den Städten sich ausdrückt. Und gerade deswegen müssen die Städte geschützt werden. Aber die Städte sterben nicht. Die sterben nicht, weil sie bombardiert werden, weil sie attackiert werden. Die Geschichte hat uns gelehrt, dass gewisse Städte auch vernichtet worden sind, aber dann wieder erbaut worden sind. Die Städte können eine Dekadenzphase erleben, aber sie sterben, wenn ihre Seelen krank werden. Und die Seelen der Städte sind die Institutionen.
die versuchen, verschiedene kulturelle Institutionen aufzubauen, die offen sein sollen, tolerant sein sollen, die nicht den Eingang verbieten, die nicht die Bewegungen der Völker verbieten. Diese kulturelle Orte, die für alle prädestiniert sind, unabhängig, was denn sie als religiöse Überzeugungen haben und Herkunft, die Seelen der Städte sind in wie sich die Leute in den Städten sich gegenüber den anderen benehmen. Die Seelen der Städte sind ewig, weil sie sich auf die Werte stützen, auf den Prinzipien stützen, auf den Kultur stützen. Dass der Krieg ist die Gefahr für die Menschheit. Der Krieg gegen den Terrorismus, gegen diese Gefahr der für die Menschheit, die Extremismus wird nicht von gewissen Staaten gemacht. Es ist ein Krieg, was von der ganzen Menschheit gemacht wird, ausgehend von den Städten. Die Menschheit hat verschiedene Kriegsfronten. Und wir müssen uns bewusst sein, das ist eine Bedrohung für die Menschheit. Und das merkt man auch. Und deswegen soll man sich alle involviert fühlen. Wir müssen unsere Seelen verteidigen. Meine kleine Erfahrung in diesem großen Staat wie Italien, der sehr reich ist an Kultur und an Geschichten, das zur Geschichte der Menschheit gehört, hat mir erlaubt zu beobachten, wie in keinem anderen Land die Städte also Widerstand leisten, kämpfen für Werte, für menschliche Werte, weil diese Städte auch sehr reich an Kultur sind. Und sämtliche italienische Städte und auch die anderen Städte kämpfen dafür. Firenze, Florenz, Turin, Sestri Levante, Lampedusa, nur um wenige zu zitieren, kämpfen miteinander ohne Ausnahmen. Und das wird auch durch euren Einsatz zeigt. Und ich möchte auch mein Lobpreis aussprechen an die Institutionen der Städte, die ich gerade zitiert habe. Und ich möchte das nochmal sagen, die Stadt Florenz mit dem Bürgermeister und Freund Nardella, der hier anwesend, die Stadt Turin, die Lampedusa, Assisi, Sestri Levante, ich habe sie gesehen, sich einsetzen zu lassen in den Kampf, in den großen Kampf. Aber sie haben nie gesagt, sie sind im Krieg, aber sie sind an einer Front. Und sie führen diesen Krieg an erster Front für die Kultur, für die menschlichen Werte und die soziale und ökonomische Entwicklung der Völker. Und damit werden Brücken gebaut für die Toleranz und für den Dialog. Und ich denke, das ist der richtige Krieg gegen den Extremismus und nicht das mit den Raketen oder Bomben. Die auch immer wieder mehr Widerstand hervorrufen. Vor kurzem habe ich gehört, dass unter den Aufgaben eines Bürgermeisters er steht auf am Morgen, er denkt an die Probleme seiner Stadt, ohne auf anderen warten zu müssen. Aber ich muss eine Sache euch beichten. Ich hab neben mir den Bürgermeister von Florenz, aber ich habe auch einen weiteren Freund. Es gab auch eine Arbeit mit Professor Moussa aus Tunis. Die haben einen Weg gefunden, ohne große Propaganda ein Projekt zu unterzeichnen, ein außergewöhnliches Projekt. Nach der tunesischen Verfassung, was ein historisches Ereignis, die haben die Möglichkeit gefunden,
wir haben eine Methode entwickelt, wie man die Städte in Tunesien sozusagen verteidigt werden können. Wie können sie funktionieren, indem man auf der einen Seite kann man diese Institution schützen und wie kann man auch aber diese entwickeln? Und ich denke, dass diese die Antwort ist auf die Frage, dass die Städte nicht sterben können, nicht sterben sollen. Es sind Städte, die sich einsetzen. Es gibt weitere Städte, die leiden. Ihre Seelen werden beschossen. Mosul, Hatra, Aleppo, Mavian, Mogadischu, Petra und es gibt weitere. Aber diese weiteren Städte aber in diesen Städten sind Werte entstanden und weiterentwickelt worden, die sich gegen diese historischen Städte entwickelt haben. Und diese haben sich in Zonen entwickelt, die sozusagen aus ökonomischer und touristischer Sicht sehr attraktiv sind. Wie gesagt, in ökonomischen Sinne, in Zonen, die Interessen erwecken, die haben gesehen, dass um sich so ein Klima der Bedrohung und dann Konflikten entstanden ist, aufgrund einer Instrumentalisierung der Kultur in den letzten 4 und 5 Jahrzehnten. Und der Grund ist die Ignoranz und auch die Kriminalität, die Waffen und auch Menschen zum Opfer gebracht hat. Und das geht auch um die Werke, um die historischen und die artistischen Werke, die wir im Schwarzmarkt finden können. Und das muss von den jungen Leuten nicht mitgetragen werden. Danke für die Einladung. Ich danke vom Herzen Professor Moussa, denn er hat uns nicht nur ein persönliches Zeugnis abgegeben, sondern er hat auch ein großes Thema in den Mittelpunkt gestellt, die Kultur, der Wert der Schönheit. Das, was die Waffen schweigen lassen kann. Das, was ermöglicht, dass der eine den anderen anerkennen kann. Die zweite Gästin, die jetzt vorstellen, lässt uns einen anderen Blickpunkt annehmen. Ich danke ihr von ganzem Herzen, dass sie da sein kann, wegen ihrer Verpflichtungen, wegen ihrer Arbeit und wegen der besonderen Lage, in der sie sich befindet. Und das ist Frau Kisanak, Bürgermeisterin in der Türkei. Frau Kisanak, ist Vertreterin des kurdischen Teiles der Türkei. Ihr politisches Leben ist ein Bild, ist ein Spiegel der Schwierigkeit, die eine Frau sich nehmen muss, um in bestimmten Teilen der Welt politisch aktiv zu sein. Als es möglich wurde, für die Frauen auch sich in der Politik zu engagieren, hat sie sich zur Wahl gestellt. Als sie dann war auf der Regional- und Nationalebene politisch tätig und dann hat sie das wieder zurück in ihre Stadt, um dort als Bürgermeisterin gewählt zu werden.
Für sie ist deswegen jetzt das Thema nicht nur das Thema einer kurdischen Stadt in der Türkei, sondern für sie ist das Thema der Nähe zu Syrien auch besonders aktuell. In ihrer Stadt sind 300.000 Flüchtlinge aus Syrien. Was ermöglicht, dass eine Stadt nicht sterben lässt? Das scheint fast ein Angriff zu sein, die Migration, die Flüchtlinge. Zuerst möchte ich euch danken und begrüßen. Ich danke für diese schöne Organisation, für all diejenigen, die sich engagiert haben. Es ist etwas, was wir brauchen. Es ist wichtig, dass wir uns kennen und dass wir versuchen, eine bessere Zukunft aufzubauen, eine Zukunft für uns alle. Und deswegen brauchen wir solche Treffen. Ich bin schon seit 2 Tagen hier. Ich besuche die Veranstaltungen, höre schöne Dinge und ich bin dafür euch sehr dankbar. Danke für diese ausgezeichnete Organisation, die uns ermöglicht hat, uns hier gemeinsam zu treffen. Die Städte sollten nicht absterben. Sie können nicht absterben. Dank der Menschen, dank der Menschlichkeit der Menschen, dank der Werte der Menschheit, die in all den Jahrtausenden unserer Existenz haben wachsen lassen. Diese Städte sind da mit ihrer Welt, mit ihrer Kultur, mit ihrer Tradition, mit ihrem Glauben. Sie sind da und sie sollen sich für ihre Zukunft vorbereiten. Was ich euch sagen möchte, was ich als Thema nehmen würde, sind 4 Städte. Ich würde nicht nur von meiner Stadt sprechen, das wäre nicht gerecht. Es gibt Menschen und Städte, die dem Terror ausgeliefert sind. Und deswegen möchte ich auch ihre Geschichte erzählen. Wir haben eine lange Geschichte der Freundschaft mit ihnen. Im Simjam wurden mehrere terroristische Anschläge verübt. Und viele Menschen mussten aus dieser Stadt flüchten. Diejenigen, die nicht geschafft haben zu fliehen, die Frauen, die Kinder wurden ermordet. Die Jesiden, die Kurden, die erleben aktuell ein wahrer Genozid. Auch die Vereinten Nationen sind dabei, diese Taten als Genozid zu anerkennen. Wir haben unsere Stadt, unsere Tore für sie geöffnet. 330.000 wurden in unsere Stadt aufgenommen. Wir haben mit ihnen geteilt, was wir haben. Wir haben Flüchtlingslager, ein Aufnahmelager, wo sie aufgenommen werden, gegründet mit vielen Organisationen, Vereinigungen und wir versuchen, ihre Wunden zu heilen. Wir haben ein Lager eröffnet und für sie dort einen Ort geschafft und wir sind froh und dankbar, geehrt, dass wir mit ihnen das teilen, was wir haben. Denn das, was sie erlitten haben, ist nicht nur ein Angriff gegen sie, sondern gegen alle Personen, gegen alle Frauen. Denn 5000 Frauen, jesidische Frauen, ihr wisst, was ihnen geschehen ist. Und wir als Frauen wollen unsere Arme aufmachen, um sie aufzunehmen. Wir haben unsere Herzen ihnen geöffnet und versucht, sie zu heilen. Und dann Kobane. Auch dort die Anschläge von ISIS. 300.000 Menschen sind aus Kobane gekommen. Auch sie haben eine maßlose Tragödie erlitten. Zum Überleben, um nicht getötet zu werden, sind sie geflohen. Und auch sie sind angekommen. Und wir sollen versuchen, ihre Freiheit, die Freiheit der Frauen zu verteidigen.
zu verhindern, dass viele Frauen als Sklavinnen verkauft werden. Und wir haben entschieden, unsere Tore, die Tore unserer Stadt auch für sie zu öffnen und sie eingeladen, an unseren Tisch Platz zu nehmen. Wir haben ihnen alles, was wir zur Verfügung haben, gestellt. Leider, die Anschläge haben sich vermehrt, sind sie immer mehr geworden. 2015 haben angefangen, wir selbst dieselbe Tragödie zu erleben. Die türkische Regierung hat den Dialog ins Friedensprozess mit der syrischen Regierung gekündigt. Und auch in unserer Stadt wurde eine Mauer gebaut, eine Festung. Es gibt in unserer Stadt viele archäologische Städte, die Zeugnis geben von israelischer, armenischer Zivilisation und Kulturen. Und all diese archäologischen Städte sind Ziel der Angriffe gewesen. Über 40.000 Menschen mussten auch ihre Städte, ihre Häuser verlassen. Und wir haben versucht, auch sie zu schützen und auch sie zu begleiten. 2 Stunden weit von Erbak liegt eine andere Stadt, Şırnak. Sinopi, eine andere Stadt. Auch dort mussten 400.000 Menschen ihre Häuser, ihre Heimat verlassen. Leider wurde die meiste ihrer Häuser zerstört. Şırnak ist praktisch dem Boden gleichgemacht. 60.000, 70.000 Menschen, die dort lebten, leben heute in Zelten. Die Geschichte von Şırnak, von Kobane, von Erbak lassen uns dies verstehen und zeigen uns das. Diese Städte sind Zielscheibe von Kriegen. Kriege, die geführt werden von all diejenigen, die den Pluralismus nicht akzeptieren. Die radikalisierte Gruppe greifen uns an. Und unsere Aufgabe besteht darin, dass wir die Städte verteidigen, dass sie nicht sterben, dass sie aufblühen können, dass sie wachsen können und dass es ein System gibt, die alle Menschen, alle Religionen, alle Glauben, alle Ethnien schützen kann. Wir haben alles versucht, um in diese Richtung zu gehen und zu arbeiten. Wir haben auch versucht, alles Mögliche, um Kobane wieder bauen zu können. Wir haben unsere Hilfe geleistet und ich weiß, dass viele dasselbe getan haben. Wir müssen dasselbe auch für Şırnak machen und für diese anderen Städte. Und für alle Häuser, die zerstört wurden, alle kurdischen Städte, die in der Türkei zerstört werden, wissen nicht, was in der Weltgeschichte. Şırnak und Şişli, das macht keinen großen Unterschied. Es ist immer die Menschheit, die darunter leidet. Es sind die Häuser, es ist das Leben, das Ziel der Angriffe ist. Und das möchte ich in aller Klarheit sagen. Trotz allem haben wir die Hoffnung nicht verloren. Wir rebellieren gegen den Terror, gegen diesen Radikalismus. Und das wollen wir in einer pluralistischen Art tun. Wir wollen gegen alle nichtdemokratischen Länder kämpfen. Und wir wollen dafür kämpfen. Wir wollen eine freie Stadt, wir wollen freie Städte sein, in denen alle Kulturen Schutz finden können, damit wir alle in Harmonie leben können. Es ist wahr, es gibt bestimmte Interessen zwischen Ländern. Es gibt bestimmt auch Fehler. Und vor diesen Fehlern müssen wir auch mal ein Auge schließen. Aber die Städte sind befreundet. Und wir haben gesehen, wir haben Zeugnisse der Freundschaft vieler Städte in der Welt erlebt. Und dafür wollen wir den Weg öffnen. Und
Die Städte haben uns den Weg gezeigt, denn die Städte sind Orte des Friedens und der Freundschaft. Und ich glaube, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen können. Die Zukunft wartet auf uns mit der Freiheit. Und ich möchte euch im Namen aller Kurden begrüßen. Im Namen aller Identitäten und aller Glauben, denn ich bin sicher, wir wollen, dass wir ein gemeinsames Leben in Harmonie ermöglichen wollen. Manchmal ist es sehr, sehr schwierig, von die Arbeit von dem, der eigentlich moderieren muss und auch diesen Applaus sozusagen zeitlich begrenzen muss, der eigentlich noch länger hätte werden können. Nicht nur, um die Dankbarkeit oder den Dank auszusprechen für das, was gesagt wurde, für das, was wir hören konnten und das trotz allem. Aber der Dank geht an das, was sie tut, an den Einsatz, den sie jeden Satz für den alltäglichen Einsatz in dem, was sie tut. Damit man Bedingungen schaffen kann, in den Bedingungen, wo man lebt, einen positiven Ort gebaut werden kann. Wir brauchen diese Personen, die so was aufbauen. Sollen sie etwas nicht verstanden haben, ist kein Problem, das holen wir dann später nach. Wir müssen fortgehen. So, jetzt in idealer Weise, wir gehen von einer Frau, einer Bürgermeisterin in einer sehr schwierigen Situation, wie wir gehört haben. Jetzt kommen wir zu einer weiteren Frau, einer weiteren Bürgermeisterin, eine italienische Bürgermeisterin. Wir haben sie vorher vorgestellt, die Bürgermeisterin von Lampedusa und Linosa. Giuseppina Maria Nicolini, für alle Giusi Nicolini, die auf der Basis einer Erfahrung als Schützer der Naturgebiete, dann hat dieses Abenteuer als Bürgermeisterin in Lampedusa begonnen, diese Insel, die man wirklich sehen kann. Das Thema dieses Meetings ist, du bist ein Gut für mich. Und wir sagten, dass es eigentlich, dass der Italien ein angestreckter Arm ist und sozusagen der Lampedusa ist die Spitze dieses Armes. Und das, was ich heute sagen kann, wir brauchen keine Vorstellung zu machen, sie ist sehr bekannt. Wir dachten bis gestern, dass wir sie hier haben konnten. Aber gerade aufgrund der Arbeit einer Bürgermeisterin, die seine Stellung nicht fallen lässt, die aber bei ihrer Arbeit bleibt, sie hat die Insel nicht verlassen können, da es ein Problem in der Stadt gegeben hat und sie musste dort bleiben, deswegen kann sie in persona nicht hier sein. Das Einzige, was ich als Vorstellung sage, als Papst Francisco nach Lampedusa gefahren ist, er wollte nur einen Repräsentant der Institutionen und das war Giusi Nicolini, Bürgermeisterin von Lampedusa. Wir haben von einer Stadt gehört, von der Stadt Diyarbakir, die diese Erfahrung der Flüchtlingsflüsse erlebt. Und Lampedusa ist weltberühmt auch dafür. Und auch aufgrund, was ich gelesen habe in letzter Zeit, wie kann eine Stadt nicht für diese Flüchtlingsströme nicht sterben? Und wir haben alle ein bisschen diese Angst. Und was haben wir als Verantwortung in dieser Situation? Was können wir aus der Erfahrung auf einer Insel oder einer Stadt wie Lampedusa, was können wir da lernen? Allererst vielen Dank und einen Gruß an allen. Und es tut mir sehr leid, hier nicht in persona dort zu sein. Aber es hätte mir auch gut getan. Ich spüre eine Atmosphäre, ein Klima, großartig. Und
wie kann eine Stadt nicht sterben? Lampedusa kann vielleicht nicht wirklich eine Stadt definiert werden wegen seiner Dimension. Wir haben nur 20 Quadratkilometer. Die Bevölkerung kommt nicht einmal auf die 6000 Menschen. Wir leben aus der Fischerei, aber hauptsächlich Tourismus in den letzten 20 Jahren. Tourismus ist immer größerer Faktor geworden und heute ist der wichtigste ökonomische Faktor für die Insel. Vielleicht ist ein Ort wie Lampedusa wenn man so will, Lampedusa sollte aus diesen Flüssen schon sehr lange gestorben sein. In Wirklichkeit, Lampedusa in diesen letzten 20 Jahren hat das Leben vieler Menschen gerettet. 300.000 Menschen, die hier nicht geblieben sind. Das war nicht ihr Ziel. Und weil auch Lampedusa ein Stück Stein ist im Meer, mitten im Mittelmeer. Aber alle diese Personen sind von hier durch diese Stadt, durch diese Insel gegangen und sie sind hier irgendwie neu geboren, haben das Leben neu gewonnen. Und das, was für mich wichtig wäre, dass man wusste über Lampedusa, diese Stadt ist nicht gestorben, auch trotz der Verwendung von dieser Insel in der Vergangenheit gemacht worden ist. Wenn man so will, die Flüchtlinge, die per Boot hier ankommen, sind auch so ein Instrument für die Propaganda, für die politische Propaganda. Die Leute, die das europäische Festland erreicht haben per Meer, sind nur ein kleiner Prozentsatz von allen, die kommen. Aber ihre Vision, die Tatsache, dass man diese Bilder immer wieder vom Center übertragen sieht, diese Bilder wurden immer wieder benutzt für eine Invasion, um eine Invasion zu beschreiben, die es in Wirklichkeit nicht gibt. Und die Arbeit, die Gemeinde von Lampedusa gemacht hat, ist die Verlangen, dass die regionalen und die staatlichen, die nationalen Institutionen, die Regierung, dass man aufhört, als Tragödie zu beschreiben, was hier seit 20 Jahren passiert. Es muss eine Organisation sein, wo jeder seine Rolle wahrnimmt. Wir haben hier viele Menschen in Seenot gerettet mit der Guardia di Finanzen, Guardia Costiera und weitere Institutionen. Die Region Sizilien muss hier für die gesundheitlichen Aspekte eintreten. Die Leute, die hier ankommen, die brauchen Hilfe. Die haben eine Reise hinter sich unter unmenschlichen Bedingungen. Nicht nur das auf dem Boot, aber auch die Reise, die sich durch die Wüste bis zu Libyen, bis zur Küste gebracht hat. Die wurden oft auch, die wurden auch vergewaltigt, die Frauen. Viele haben auch Organe verloren oder wurden explantiert. Es sind Leute, die, wenn sie hier ankommen, die sind sozusagen... Sie sind zerstört, die haben viele Traumata, die haben viele Verwundungen erlebt, viele traumatisiert worden. Sie sind dann im Wasser eingetaucht, wo auch Treibstoff war. Wir haben verlangt, dass es eine dass Leute da sind für die medizinische Versorgung. In spezieller Art und Weise für die Frauen, die auch schwanger waren,
und auch Leute, die auch eventuell eine Abtreibung haben leiden müssen. Wir wollten, dass nicht nur unsere Gemeinde sich diese Lasten nur auf sich nimmt, die auch sehr, sehr, sehr kritisch sind, kritische Themen sind. Heute, wenn einer nach Lampedusa kommt, die Leute merken gar nicht, dass Flüchtlinge ankommen, weil am Hafen gibt es eine Organisation, die praktisch perfekt läuft, wie auch die gesundheitlichen Organisationen, die Pfarrei, aber unsere lokale Gemeinschaft bietet das etwas mehr, was trotzdem wichtig bleibt, zum Beispiel einen Tee auf dem Hafen zu bringen oder zum Beispiel Spiele für die Kinder. Ich bin sehr stolz, aber nicht hauptsächlich wegen für diesen Menschlichkeitssinn, was die Leute haben, weil ich glaube, das ist eine normale Sache. Ich denke nicht, dass es eine spezielle Tugend für wofür ich stolz bin. Ich bin stolz für das, was wir gemacht haben, dass wir in diesem Jahr haben wir die Anzahl der Touristen erhöhen können. Wenn wir denken, was alles diese Seenotrettung gebracht hat, es ist etwas, was wir organisieren müssen, aber wir wollen auch, dass Lampedusa weiter Leute retten kann. Die Leute kommen hier durch das Meer, aber Lampedusa ist der letzte Ring einer Kette, was für die Versorgung der Flüchtlinge arbeiten muss. Für Lampedusa muss nur sozusagen ein vorläufiger Ort sein für die Leute, die hier ankommen. Manchmal bleiben sie ein paar Tage oder maximal einen Monat. Insbesondere, wenn es um Minderjährige geht. Und das macht mich wütend. Ich habe nicht die Möglichkeit gehabt, den Beitrag von der Person, die mir gerade gesprochen hat, zu hören. Aus dieser Stadt müssen Sie wirklich ein Großartiges leisten. Wir sind ein großes Land. Wir haben sehr viele kleine Gemeinden. Wir als Italien haben viele Leute, die studiert haben. Wir haben viele Landschaftsstrichen, die nicht bewirtschaftet werden. Die Gemeinden müssen immer mehr Protagonist in diesem Prozess werden, um die Flüchtlinge integrieren zu können. Um diese große Anzahl von Menschen, die hier ankommt. Wir haben auch Künstler, wir haben Zeichner, wir haben Leute, die singen können. Alle kommen hier an. Weil das, was über diese Leute gesagt wird in den Medien, das ist instrumentalisiert. Und damit Ängste geschaffen werden.
Ängste, die wir hier vor Ort nie gehabt haben. Vielleicht weil die Geografie ist ein wichtiger Element, ein wichtiges Element. Wir leben mitten im Meer und diese Leute vom Meer zu retten oder aus dem Meer zu retten, es hilft uns eigentlich, unsere Ängste zu überwinden. Wir können diese Schwierigkeiten überwinden. Wir möchten verstehen lassen, das, was wir überwinden müssen, ist die Gewalt gegen die Frauen, Gewalt gegen die Kinder, gegen die Kinder. Wir müssen eine gewisse Urbanistik gewinnen, wir müssen die Arbeitslosigkeit, wir müssen für die Zukunft, für die Arbeit unserer Jugend arbeiten. Das müssen wir gemeinsam, dafür müssen wir uns gemeinsam einsetzen. Und damit wäre vielleicht einfacher, die Flüchtlinge zu verteidigen und da könnten wir die Städte helfen. Und die Flüchtlinge sind nicht die Gefahr für uns. Und wenn das aus Lampedusa gesagt wird, dass ein Stückchen Wahrheit muss da drin sein. Wir haben eine Kooperation auch mit dem Direktor der Uffizi-Museum in Florenz. Es gab hier auch, aber auch hier Verstrickungen mit der Mafia. Wir haben aber eine Ortschaft, eine Möglichkeit geschaffen für den Dialog im Mittelmeer. Wir haben Werke gesammelt aus Venedig, aus Florenz, aus dem Bardo für eine Kampagne zentriert auf Lampedusa. Was das Mittelmeer ist, was ist die Geschichte davon? Und ich möchte ihm dafür danken, weil das, was wir geschaffen haben, ist aus meiner Sicht sehr wichtig. Und das gibt auch uns die Kraft, die Hoffnung, den Mut weiterzugehen. Widerstand an dieser Grenzenlinie zu weiterzumachen. Ich bin sehr dankbar. Ich hoffe, einige von euch in Lampedusa begrüßen zu dürfen. Io ringrazio a nome. Herzlichen Dank im Namen uns allen. Die Verbindung war sehr schlecht, aber wir haben geschafft zu verstehen, was sie uns sagen wollte. Die Botschaft, aber besonders den Sinn, haben wir verstanden, auch wenn wir nicht alle Worte verstehen konnten. Die große Botschaft von einer Verantwortung, die man gemeinsam teilt, ist ein großer Schatz für uns allen. Und das kommt von einer ganz kleinen Insel. Ich kann schon jetzt sagen, wir werden Sie nochmal einladen, in der Hoffnung, dass Sie jetzt nicht wegen Notfall bleiben müssen, also dass Sie zu uns kommen können. Die Stimmung ist wirklich, von der Sie gesprochen haben, es ist wirklich die Stimmung von denjenigen, die sich für das Gemeinwohl einsetzen wollen. Danke Ihnen und danke euch zurück. Wir wollen fortsetzen. Um diese Idee von La Pira weiterverfolgen. Unser weiterer Gast braucht eine große Vorstellung.
möchte Ihnen danken, nicht nur auf formelle Art. Es reicht heute einige, also die Seiten, also die Zeitungen von heute zu lesen, um zu verstehen, wer er ist. Wir danken Herr de Mistura, Sonderbeauftragte für Syrien von den UNO-Generalsekretär. Unser Dank ist nicht formell. Denn er ist eine sehr schwere und sehr intensive Phase seiner diplomatischen Arbeit. Das können wir uns alle vorstellen. Sehr oft wurde er mit großen Aufgaben, sehr sensiblen Aufgaben, beauftragt in Libanon, in Irak, in Afghanistan. Jetzt ist seine Aufgabe, seine Rolle, die Arbeit in den schwierigsten Gebieten der Welt in Syrien. Gerade heute, gerade in diesen Tagen, ist er Protagonist einer diplomatischen Initiative. Um einen Waffenstillstand zu vereinbaren. Und er versucht, das zu erreichen, einen Waffenstillstand von 48 Stunden. Wir wünschen ihm, dass er das erreichen kann. Wenn man die Bilder, die aus Syrien kommen, hat man den Eindruck, dass die Städte doch sterben. Wenn wir an Aleppo denken, kommt die Frage, aber ist es wirklich wahr, dass die Städte nicht sterben? Aus Ihrem Sichtpunkt, was sehen Sie? Gibt es noch jemanden, der noch versucht zu überleben? Und wie kann eine neue Geburt entstehen für diese Städte? Ich bin sehr froh, dass ich heute da sein kann. Das ist, ist mein drittes Mal, dass ich beim Meeting sprechen darf. Als ich Kind war, wollte ich Feuerwehrmann werden, dann Arzt. Und dann hat mein Vater mir gesagt, aber du solltest Arzt der Länder werden, wenn sie krank werden. Und ich brauche auch immer wieder die Batterie wieder zu laden und etwas Positives hören. Und deswegen bin ich froh, da zu sein. Ich bin hierher gekommen, nicht nur um etwas zu erklären, sondern auch um durchzuatmen. Und dafür danke ich Ihnen. Ich gehe auf die Frage ein. Was haben Juban, Dubrovnik, Beirut und heute Aleppo gemeinsam? Was haben sie gemeinsam? Es sind Städte, bei denen in denen ich gewirkt habe bei meinen 19 Missionen im Auftrag der Vereinten Nationen. Und es waren alle Städte, die unter der Gefahr standen zu sterben. Heute gilt das für Aleppo. Aber sie waren stärker. Stärker als die Gewalt, als der Horror des Krieges. Gewalt, die damals schien, um nicht zu bremsen zu sein. Dubrovnik verungert fast. Beirut, so viele Jahre von Horror und Krieg. Juban, dank Mutter Teresa. Dank ihr konnte man die Belagerung brechen. Und Juban wurde nicht mehr belagert seit diesem Tag. Dubrovnik, 42 Tage lang haben wir uns mit Bier gewaschen.
Und Bier ist etwas klebrig, aber es ist besser als nichts. Denn wir hatten nur Bier, weil in den Hotels gab es nur Bier als Flüssigkeit. Wenn man unter Belagerung steht, denkt man, ich muss schaffen. Sie wurde stundenlang bombardiert. 4 Tage später, es war alle im Rauch gehüllt. Unter denjenigen, die noch spielen konnten, haben wir auf dem Hauptplatz von Dubrovnik ein Konzert veranstaltet. Und diejenigen, die uns bombardiert hatten, waren noch dort, oben auf dem Berg. Und die Botschaft war, ihr könnt uns weiter bombardieren, könnt uns weiter belagern, aber wir werden nicht nachgeben. Unsere Kultur, unsere Zivilisation, unsere Werte, all das werdet ihr nicht bombardieren können. Und schaut auf Dubrovnik heute. Wie ist die Stadt heute? Ich möchte mal zurückkehren. Ich war noch nicht mehr dort in dieser Stadt. Aber schaut auf die See. Wie wunderbar ist diese Stadt geworden. Also, heute Aleppo. Das ist zum Symbol geworden des Horrors, des Terrors, eines unendlichen Krieges seit 5 Jahren. Symbol, eine wunderbare Stadt. Schade für diejenigen, der sie noch nicht besucht hat. Ich habe sie vor dem Krieg gesehen und es war eine besonders wichtige Stadt. Moscheen, Kirchen, alle Religionen von Nahosten sind dort vertreten und sie haben zusammengelebt. Eine Schönheit in der Architektur, im Zusammenleben. Und heute, wer heute dort spricht, sind Bomben, sind Raketen, sind Gasbehälter, Chlorbomben, Scharfschützen. Das sind das Einzige, was man in der Stadt hört. Ich habe vor ein paar Tagen die Bilder von diesem Kind, der ganz still und stumm uns sagte, ich verstehe nicht, warum das, warum geht sowas weiter? Ich bin jetzt nur hier aus Zufall in diesem Stadtteil, das ist nicht meine Schuld. Deswegen, bei einem Treffen von 28 Ländern, die alle bei diesem Konflikt, bei diesem Krieg beteiligt sind, habe ich mit den Faust auf den Tisch geschlagen und gesagt, aber wozu sind wir da? Wir haben kein einziger Konvoi ist dort angekommen. Fakten, Fakten wollen wir. Und Fakten ist ein Waffenstillstand von 48 Stunden. Entweder dies oder es ist nutzlos, dass wir miteinander sprechen. Ich sprach am Vormittag, am Nachmittag hat Russland Ja gesagt. Und ich habe gesagt, das ist eine ausgezeichnete Entscheidung. Jetzt geht das Wort an die Regierung und an die Opposition. Ein Waffenstillstand bedarf beider Seiten. Und ich hoffe, dass wir bald dazu geben. Und meine Hoffnung ist, dass die Konvois diese Zeitfenster von 48 Stunden pro Woche benutzen können, um die Stadt zu erreichen. Ihr werdet mich fragen, aber wozu braucht eine Pause in einen solchen Krieg bringen? Ich kann euch versichern, unabhängig davon, dass die Wege des Herrn sehr vielfältig sein können, ich habe gesehen, dass Pausen, dass ein Stillstand nicht nur viel Leben retten kann, dass erlaubt auch du zum Atmen. Aber das bricht auch eine Hassspirale, um denjenigen die Möglichkeit zu geben, diejenigen, die nur kämpfen wollen, zu sagen, aber Moment bitte, hier sterben wir alle. Dieser Krieg bringt zu nichts mehr, wir müssen wieder zum Verhandlungstisch. Deswegen ist eine solche Pause so wichtig. Aleppo sowie die Städte, alle Städte, sind wie unser Leben.
Wenn die Dinge schwer werden, wenn wir in die Schwierigkeit geraten sind, brauchen wir den Glauben. Und wir brauchen den Glauben, das sind wir selbst. Aber wir brauchen auch das Vertrauen der anderen. Wir müssen spüren, dass wir kein verzweifelter Fall sind und nicht ein Fall, wo man immer wieder kommt und man sagt, das ist jetzt hoffnungslos. Nein, wir brauchen die Syrien. Syrien braucht diese Worte. Wir sind mit euch und sie müssen das hören. Es gibt ein Sprichwort, das mir hilft, immer wieder so meine Schwierigkeiten zu überwinden. Hast versucht, hast du ganz hart versucht, hast versucht wirklich was zu sagen, etwas zu verändern, hast du nie geschafft, dann versuch es nochmal. Und versuch es besser durchzukommen. Und dann versuch es nochmal. Und das ist, was wir brauchen. Danke euch. Ich denke, dass es Momente gibt in dieser Veranstaltung von Meeting, in dem man spürt, mindestens anfänglich spürt, für eine Möglichkeit, eine kurze Möglichkeit, wie ein Augenblick, wir sind, die Geschichte kommt hier und ist zu sehen. Und dieser Beitrag von Staffan de Mistura mit diesem Einsatz in diesen Stunden eigentlich den Raum für den Raum für einen humanitären Kanal öffnen kann. Ich spüre das als einen Moment der Geschichte und ich danke nochmal den Staffan de Mistura sehr für diesen Einsatz, für dieses Nicht-Aufgeben, für dieses Immer-Weitermachen. Kommen wir zu dem ideellen Abschluss unseres Pfades, unseres Weges. Und der Abschluss ist mit dem, der heute auf dem Stuhl, auf dem heißen Stuhl vom Lapira jetzt sitzt. Aus denen Lapira diese Idee der Städte, die nicht sterben dürfen, initiiert wurde. Diese Idee des Pluralismus, dieses Wunsches, dieses Wünschen nach Positivität, die nicht besiegt werden kann. Und unser letzter Gast ist der heutige Bürgermeister von Florenz, Dario Nardella. Nun, in Wirklichkeit, und es ist für mich sehr wichtig, mit dem Bürgermeister Nardella, er ist nicht nur ein Gast für dieses Treffen, weil dieses unsere Treffen, wie es wir auch von den Beiträgen gemerkt haben, wurde ermöglicht dank einer Mitarbeit zwischen Meeting und die Gemeinde von Florenz. Und das scheint mir eine Neuigkeit in der Linie von dem, was Präsident Napolitano und Präsident Mattarella unterstrichen haben in diesen zwei Möglichkeiten. Das heißt, dass das Meeting von Rimini wird immer mehr zu eine wichtige Sache für das Gemeinwohl und somit auch für die italienischen Institutionen, egal von welchen politischen Orientierung gerade sie vertreten sind. Wer hier in München einen gemeinsamen Raum finden will, hier wird er willkommen sein. Und das ist, was in diesem Treffen passiert ist, weil in Wirklichkeit das heutige Treffen stammte
aus einem Event in Florenz, von dem wir heute eine kleine Vorstellung, Präsentation sehen werden. Sindaci delle città di tutto il mondo, signore e signori, benvenuti a Firenze e benvenuti a Palazzo Vecchio, nel Salone dei 500. Together to collaborate and address some of the most pressing concerns facing the world today than those who govern our cities. And what finer city than Florence to form the backdrop for these discussions? Fiducia in una vera pace diventa un progetto politico e non una panacea palliativa. The culture must be the way for peace. The culture must be the victory of peace. Il politico socialista Filippo Turati alla vigilia della prima guerra mondiale: se vuoi la pace, non preparare la guerra, se vuoi la pace, prepara la pace. E noi vogliamo dare il nostro contributo, qui, oggi, tutti insieme. Die Frage ist sehr einfach. Was haben Sie jetzt übernommen von dieser Aufgabe, von diesem Traum vom Bürgermeister Lapira? Danke allen und danke für die Aufmerksamkeit, die hier im Meeting meiner Stadt gewidmet wird. Und auch vor allem diesen Themen, die sehr aktuell sind und auch mit dem alltäglichen Leben der Leute gebunden. Dieses Video hat erzählt von drei Tagen, die wir dem Thema von Lapira gewidmet haben. Das heißt, der Versuch, sich zu fragen und fragen, welche Rolle können die Städte haben in der Welt? Diese Frage würde diese dramatische Frage wurde allen damals gestellt.
nach dem Zweiten Weltkrieg, während des Kalten Krieges. Und Lapira lud ungefähr 100 Bürgermeister aus aller Welt ein. Und das war ein außerordentliches Treffen. Der Kardinal von Florenz umarmte der Sekretär der Kommunistischen Partei aus Moskau. Und in einer Symbolstadt für den Feind, für die Sowjeten, das heißt für die Sowjetische Union, das heißt der Westen, Florenz. Florenz hat heute dieselbe Aufgabe, die damals wahrgenommen wurde. Eine Aufgabe, die in einem anderen Kontext erfüllt werden muss, aber die Themen, der Leitfaden ist derselbe. Worauf beziehe ich mich? Ich beziehe mich auf das, was hier jetzt gesagt wurde, die Städte. Denken wir gut drüber nach. Die Städte, damals wie heute, wie in der ganzen Menschengeschichte, sind der Ort gewesen der Entwicklung. Und damals wie heute sind sozusagen die Ziel der wichtigen Phänomene, zum Beispiel die Flüchtlingsströmungen, das Thema der Gleichheit oder der Armut, sind nur in den Städten finden wir all diese Themen, aber wir können auch die Lösung darin finden. Die Städte sind die ersten Räume, die für Freiheit, in denen der Mensch in einer kreativen Art und Weise Lösungen finden. Und diese Lösungen gehen nicht von ideologischen Konzepten aus, sondern aus der Wahrheit des konkreten Lebens des Menschen. Und nicht des Menschen als Individuum, als Einzelner, sondern in der Gemeinschaft. Aus diesem Grund glaube ich, nicht, dass wir weniger Hoffnung haben als damals. Ich möchte sagen, dass heute in dieser Epoche, wo alles gegen unsere Hoffnungen zu gehen scheint, wir haben trotzdem Hoffnung. Wir haben eine globale Welt, in der schneller wir Verbindungen oder wie sagt man, und Bündnisse schmieden können. Die Städte sind wirklich die Protagonisten der neuen Globalisierung. Gestern in diesem Treffen von Präsident Mattarella, was ich aus der Ferne verfolgt habe, Mattarella sagte, es ist eine gefährliche Illusion, dass man sich in der nationalen Gemeinschaft sich verstecken kann und somit gegen die Gefahren geschützt werden kann. Es ist eine falsche Idee, dass die Staaten, dass die Nationen die Lösung der Probleme sind. Aber wieso reichen sie nicht mehr aus? Die Gründe, die Ministerien haben einen Konflikt mit dem, was die Tendenzen der Globalisierung in Wirklichkeit sind. Die Verfolgungen, der Terror. Und in dieser Hinsicht sind die Städte, sind und bleiben einen Referenzpunkt für die internationale Gemeinschaft. Giorgio Lapira, unter den vielen Sätzen, die er uns hinterlassen hat, erinnert uns immer auch daran, dass die Städte überwinden mit ihrer sehr langen, über 1000 Jahre langen Geschichten. Firenze scheint sehr klein im Vergleich zu Diyarbakir. Aber die Geschichte der Städte ist eigentlich länger als die Geschichte der Nationen. Die Königsreiche vergehen, die Städte bleiben. Und was uns der Direktor vom Museum Bardo erinnert hat, die Städte bleiben, weil ihre Seele bleiben. Ihre Seele erneuern sich, ihre Seele entwickeln sich, verwandeln sich mit der Entwicklung deren Gemeinschaften. Und wenn sie zerstört werden, werden sie wieder aufgebaut. Wie auch Tunis auf den Überresten von Karthago erbaut wurde. Und diese Mission heute,
das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Wie können wir diese Mission, diese Aufgabe wiederentdecken? Wir können das tun, indem wir arbeiten, indem wir uns einsetzen, weil die Bürgermeister, der Welt sich in dieser Aufgabe erkennen, in dieser Aufgabe sich einsetzen mit der Unterstützung der Bevölkerung, indem sie der internationalen Gemeinschaft fragen, als Partner anerkannt zu werden. Ich hatte das Glück, das Privileg, an einer Veranstaltung teilzunehmen, an der Begegnung von Papst Franziskus organisiert hat mit 70 Bürgermeistern aus der ganzen Welt. Und das Thema war ein Austausch über die Laudato Si, über der Klimawechsel. Und dort habe ich verstanden, welches Potenzial in den Städten zeigt. Der Papst hat nicht die Staatsoberhäupter eingeladen, um das Thema sozusagen den Klimawechsel zu besprechen. Er hat nicht die Wissenschaftler eingeladen. Er hat ideell die Städte eingeladen durch ihre Bürgermeister. Und das wird sich in diesem Jahr wiederholen. Weil nach der Einladung von dem Bürgermeister von Madrid hat Papst Franziskus wieder diese Bürgermeister zu diesem Thema eingeladen. Ich hätte gern, dass auch neben dem Papst auch diese weltlichen Institutionen die Rolle der Bürgermeister erkennen. Aber um diese Funktion, um die Funktion der Städte zu erkennen, aufgrund ihrer Geschichte als Raum für Freiheit und Kreativität, dank der Erfahrung, die die Städte jeden Tag leben, egal von welcher Größe sie sind, ob sie Lampedusa oder Mogadischu oder Dhaka oder New York heißen, sie haben etwas anzubieten. Und in dieser Hinsicht sind die Bürgermeister in der Lage, vieles Großes zu leisten. Wie? In erster Linie, indem man die Kultur benutzt. Weil Kultur ist das einzige Antidot der das Nichtwissen, der Ignoranz. Die Kultur ist das Du als Definition. Die Kultur bringt uns, jeden von uns, neugierig zu sein und bringt uns, den anderen zu kennen. Und die Kultur ist per Definition ist Begegnung, ist Studium, ist Erkenntnis. Wir müssen etwas anerkennen, was außerhalb des eigenen Ich ist. Und in dieser Hinsicht, die Städte sind Orte des Austausches, Orte des Zusammenlebens. Und auch wenn wir über Krieg sprechen, es sind nie die Städte, die den Krieg sozusagen initiieren. Sie leiden unter dem Krieg. Und auch wenn sie Kriege erleiden, sie leben jeden Tag weiter. Es gibt Städte, die natürlich eine sehr, 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 sehr schwierige Bedingung, unter schwierigen Bedingungen leben, schwieriger als Florenz. Aber die Bürgermeister aus den Städten in Brüssel und so weiter, die haben eine Aufgabe. Sie müssen die Gemeinschaft, mit der Gemeinschaft die Probleme zu lösen. Es gibt, das Leben der Gemeinschaft zwingt uns, Instrumente des Zusammenlebens zu erfinden und zu leben. Wir zum Beispiel auf der Spur von Lapira haben wir Projekte des interreligiösen Dialog. Wir haben eine Schule für das interreligiösen Dialog initiiert mit der Unterstützung von unserem Kardinal. Wir haben unterschrieben einen Pakt für die Stadt mit dem Imam von Florenz, damit die Moscheen offene Orte bleiben. Damit diese Orte, die dem Kult gewidmet sind, auch dafür Sorge tragen, dass man eine Kultur kennen kann. Und wir haben dafür Verbindungen mit anderen Städten entdecken können, mit dem Museum. Es gibt eine Kooperation zwischen dem Museum von Bardo und dem Museum der Uffizi in Florenz. Aber wie der Direktor vorher zitiert hat, wir haben die Möglichkeit zusammenzuarbeiten,
zusammen mit der Universität Florenz und Siena. Wir hatten die Möglichkeit in der Mitarbeit mit den tunesischen Kollegen. In der Person von Fadel Moussa. Wir haben begonnen zu arbeiten an der neuen, an den neuen Regeln, an den neuen Institutionen der Gemeinden in Tunis. Und wir haben dort unsere Erfahrung ins Spiel gebracht. Und im Oktober werden wir in Marokko sein, in der Stadt Fez, um eine kleine Filiale der Universität Florenz Architektur sozusagen eröffnet wird, wo die Marokkaner dort studieren können, ohne dass sie gezwungen sind, ihr Land zu verlassen. Das heißt, die Entwicklung kann nicht nur in ökonomischen Zahlen sozusagen verfasst werden. Es hat viel mit Begegnungen und mit Kulturprojekten zu tun. In dieser Hinsicht sind die Städte Protagonisten, sind einfach ein Referenzpunkt. Und aus diesem Grund denke ich, dass das Meeting, aufbauend auf der Art und Weise, wie es entstanden ist, auf den Werten, die hier gelebt werden, das Meeting kann sozusagen unter die Lupe stellen, kann das Licht auf die Rolle und der Stadt zu werfen. Und es wäre schön, dass es ab nächsten Jahr die Bürgermeister von verschiedenen Städten hier sich treffen können, um sich auszutauschen, um in erster Linie Vorschläge zu machen, Lösungen vorzuschlagen, weil die Wahrheit geht oder beginnt mit der Erfahrung des Menschen. Und der Mensch findet eine große Möglichkeit für Freiheit und Kreativität in der Stadt. Und die Bürgermeister sind irgendwie die Erben von dieser Erfahrung. Und wir können damit sozusagen die internationale Gemeinschaft so dahin bringen, dass sie uns zuhören. Damit sie die Stimme von Diyarbakir oder die Kobane, damit sie die Stimme von Tunis hören oder von Mogadischu. Weil nur so können wir die Politik auf eine Dimension des Menschen zurückzubringen, auf die Dimension des Einzelnen. Sonst sind wir nur Ziel von den Entscheidungen von anderen als ein Labor, der etwas versuchen soll. Aber von Ansätzen, die nicht von der Begegnung zwischen den Menschen, zwischen Religionen entstehen. Es wäre schön, dass das Meeting diese Idee vorschlägt, und damit könnten wir mehr Aufmerksamkeit von der Weltpolitik bekommen. Und damit könnten wir eine Lösung bringen. Giorgio Lapira hat richtig erkannt, dass damals, was damals die Atombombe als Risiko war, heute ist der Terrorismus. Und es ist kein Zufall, dass heute die Terroristen das menschliche Leben und die Kultur ins Visier nehmen. Palmira, das Museum von Bardo und auch die italienische Mafia im Jahr 1993 hat das Museum der Uffizi als Ziel genommen, um den Staat zu bedrohen. Wenn wir diese Werte nehmen, die Kultur, die Begegnung, die Stadt, da können wir der internationalen Gemeinschaft verlangen, dass sie die Verantwortung übernehmen, indem sie die Städte und die Gemeinden treffen. Und das wäre sehr schön. Und ich bin sicher, dass das Meeting sowas vorschlagen kann und was entwickeln kann, weil das liegt in ihrem DNA sozusagen, wie wir heute auch gesehen haben. Und wir brauchen hier die Unterstützung der Leute des Meetings, aber auch der Bevölkerung, weil die Bürgermeister, die solche Dramen leben, wie wir heute gesehen haben, diese Bürgermeister brauchen euch, weil es gibt nichts anderes, nichts Ermutigendes als das Lächeln und die Unterstützung der Leute, die in Leben.
Und die Bürgermeister sind eigentlich Teil der Gemeinde in der ganzen Welt, weil sie teilen einfach mit den anderen, was auf der Welt passiert. Das ist die Botschaft von Giorgio Lapira, was uns Giorgio Lapira überlässt. Und das ist, was wir gerne weitermachen würden. Ich danke im Namen aller, Herr Bürgermeister. Der seinen Beitrag mit einem Vorschlag abgeschlossen hat. Ich glaube auch im Namen der Organisatoren des Meetings sprechen zu können, dass wir mit Genugtuung zur Kenntnis nehmen, dass das Meeting als ein Ort angesehen wird, an denen sich die Bürgermeister, Institutionen, sie zusammenschließen können, wo sie ihre Verbindungen noch stärken können und wo sie auch einen Beitrag leisten können, um den Frieden aufzubauen, zu dem Papst Franziskus oder Staatspräsident Mattarella gesprochen haben. Das Meeting, wenn dazu etwas beitragen kann, werden wir sehr froh sein, dass wir das in unserem Beitrag dazu leisten können. Und wenn dies, so wie jetzt hoffe, dass zu einer Tradition werden kann, wird es bestimmt etwas werden, worauf wir was bauen können und weitere Beziehungen aufbauen können als Beitrag für eine bessere Welt. Ich möchte abschließen. Ganz kurz, indem ich wieder aufgreife, womit ich angefangen habe. Das war der rote Faden dieses Treffens. Das war der Vorschlag von Bürgermeister Lapira. Das große Treffen damals, nicht bei der ersten, sondern bei einem weiteren Treffen, hat Lapira mit großer Kraft eingeladen einen Philosophen, Martin Buber, einen Jude. Und sein Werk, sein Denken ist sehr verbunden mit unserem Titel. Buber war einer der großen Denker, die er zum Thema gemacht hat, die Verbindung zwischen Ich und Du. Lapira möchte, dass Buber an diesem Treffen teilnimmt. Buber konnte nicht, aber er hat einen Brief geschrieben, der gut zusammenfasst, worum es geht, wenn es um einen Beitrag von einem jeden von uns und nicht von den großen Institutionen. Zitat: Die moderne Geschichte will uns lernen, dass der Friede nur möglich ist, wenn die Regierungen sich zusammentun und Bündnisse schließen können. Danach werden die Völker ihnen folgen. Nein, wir denken anders. In einer solchen Stunde, in der wir jetzt sagen können, dass die moderne Geschichte zu Ende gegangen ist, und in der wir etwas erhoffen, das noch keinen Namen hat, in dieser Stunde ist es notwendig, dass die Menschen guten Willens gemeinsam kommen, um zu sprechen. Mit diesem evangelischen Ausdruck meine ich diejenigen, die in dieser chaotischen Stunde vor den Augen das Wohl der Menschen und eine gemeinsame Familie, menschliche Familie aufbauen können und sich gemeinsam helfen, sich anzuschauen, sich gegenseitig zuzuhören. Und dann werden die Völker ihnen folgen und dann werden die Regierungen den Völkern folgen. Und das wollen wir. Mit diesem Zitat von Martin Buber von außergewöhnlicher Schönheit möchte ich abschließen. Danke allen Referenten sowie Bürgermeisterin Nicolini. Ich danke euch allen, die ihr daran teilgenommen habt.
und so wie diejenigen, die schon bei einigen Treffen dabei waren, schon wissen werden, unsere Fundraising-Kampagne geht weiter. Diejenigen, die meinen, die diesen Hinweis schon mal gehört haben, irren sich, denn es gibt jetzt eine kleine Änderung. Ermutigt von der positiven Erfahrung vom letzten Jahr, ermutigen wir, den Beitrag zu leisten. Es gibt viele Stände, wo man eine Spende abgeben kann, und sie dürfen auch nur an diesen Ständen abgegeben werden und keinem weiteren. Einen schönen Abend.